Gestern erblühten 3 Blumen. Diese Blumen. 1, 2, 3. Heute erblühten 6 mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viele Blumen stehen in voller Blüte? 3 seit gestern und heute 6 mehr. Das sind also 3 von gestern plus 6 von heute. Was ergibt 3 plus 6? Naja, 3 plus 6 ist das gleiche wie 6 plus 3 und das ergibt 9. 6 plus 1 ist 7, 6 plus 2 ist 8 und 6 plus 3 ist 9. Cool, wenn du dir das hier gleich merken könntest. 6 plus 3 ist immer 9 und 3 plus 6 ist immer 9. Oder du zählst sie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lass uns noch eine rechnen. Es waren einmal 2 Haie, dum dum, 1, 2. Dann kamen 3 weitere zu, 1, 2, 3. Wie viele Haie sind es jetzt? Da sind die 2 von vorher und 3 weitere, also plus 3, die gerade dazu kamen. Jetzt sind es also 3 plus 2 Haie. Was ergibt 2 plus 3? 2 plus 3 ist gleich 5. Du kannst das gerne nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Eine letzte Aufgabe. Ein Eichhörnchen hat 7 Eicheln gesammelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann hat es noch eine weitere Eiche gesammelt. Finde heraus, wie viele Eicheln es nun hat. Es hat 7 plus eine Eiche gesammelt. Es muss also 7 plus 1 ausgewählt werden. Es ist gleich 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hurra, alles richtig gemacht.